So. So. Ist natürlich echt blöd jetzt. Ätzend. Na gut. So, Holz wächst nicht bis unten in den Boden rein. Oder was meinst du? Soll ich diese. Ich habe ja überall diese Querverstrebungen, diese steinernen. Diese Höl. Die steinernen, Hölzernen? doch. Ja, die würde ich Diese lassen. Bäume. Und die soll ich die bis in Ja. den Keller ziehen? Ja. Gut, ihr habt's gehört. Mann, so ein Creeper, ich werd bekloppt hier. Nur weil ein gewisser Herr nicht schlafen möchte. Nein, ich will heute wach bleiben. Ich will diesen Film noch zu Ende gucken. So. Toll. Ui. Ich Das hab da war was der gehört. Hund. Der Das war der erste. Hund? Was? Er hat den Hund in die Luft gejagt? Er hat den Hund. Den Hund hat's gerissen. Nein, Idioten-Wuffi. Kommt her, ihr Hunde, ihr müsst euch vermehren. Seid fruchtbar und Wolf, nee, vermehret euch. kommt. So, wie weit geht das jetzt hier noch rein? Bis dahin, das ist super. Chaka. Ach, Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Kohle, Kohle, Kohle. Jede Menge Kohle. Mein Gott, wie viel ist denn hier? Und ich sage, mein Gott, wie viel ist denn hier? Und hier ist irgendwie 4 Kohle. So, ne? Die Menge. Die unglaublich schiere, pure, blanke Menge an Kohle. Na, okay, es sind 6. Ist doch ein bisschen mehr. Ich höre eine Spinne. Irgendwo hier ist bei mir auch eine Spinne, aber ich. Die kommt hier eh nicht rein, von daher. Ist auch ein bisschen mehr Kohle. Und das Problem ist, je weiter ich hier runterkomme, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf irgendwas stoße, was mich tief, 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 tief fallen lässt. Es ist hier zumindest sehr wahrscheinlich, dass ich auf irgendeine Schlucht stoße, weil hier bei uns irgendwie alles unterhöhlt zu sein scheint. Zumindest wenn die anderen Höhlen ja schon verbunden sind, dann ist es hier garantiert auch unter unseren Häusern verbunden irgendwie. Da kann man ja von ausgehen. Ja. Nee? Also dadurch, dass ich von 4 Seiten da so eine Leiter nach oben hin hochgehen habe, kann man da auch super schön nochmal eine weitere Etage nach unten machen und die dann auch irgendwann alle so miteinander verbinden. Das stimmt, das stimmt. Gut, dass wir viele Ideen haben. Richtig. Brauchen wir nur noch die Zeit, die umzusetzen. Ja. So, da ist das Holz. Perfekt. Zack, zack, zack. Da ist mein Weg. Das ist auch noch viel besser. Ich höre noch einen Zombie. Irgendwas ist da draußen los bei mir vor der Hütte. Irgendwer gibt sich hier die Klinke in die Hand. Das ist aber wieder Tag. Keine Ahnung, wer da jetzt noch ist. Wer sich da noch so rumtreibt um diese Uhrzeit. Wer treibt sich noch rum? Da draußen. Und ich hätte hier hinten überall Kobbel reinsetzen können. Werde ich jetzt auch tun. Weil hier nämlich normalen Cleanstone, die Ziegel reinzusetzen, ist total bescheuert. Weil die nämlich sowieso nicht sichtbar sind dann. Genau wie da. Das kann auch raus. Ups, da kommt man nicht dran. Da kann nämlich dann schön der Cleanstone rein und die guten Dinger kommen oben drüber. Genauso wie hier. Man muss ja sparsam mit den Dingern sein, ne? Gut. Bisschen haushalten. Okay, hier geht's nicht. Weil es hier, wenn man hier nach draußen gucken kann. Aber hier können wir dicht machen. Warum ist Ist auch hier. mal cool, wenn das mal wieder aufhören könnte zu regnen. Das wäre ein Traum, ne? Ich kriege ja zum Glück nicht so allzu viel davon mit, aber Regen in Bäumchen Minecraft wieder. ist im Allgemeinen ätzend. Jetzt habe ich es gehört. Klingt wie bei uns hier die Tage die letzten, ne? Ja, So ein also bisschen. heute der Regen, der war auch schon wieder mal deutlich. Der war schon wieder hart, ne? Ja. Also wie gesagt, hier ist nicht bei uns nicht viel angekommen und ne, so weit wohnen wir jetzt ja gar nicht auseinander. Was ist wieder diese, weiß ich auch nicht, irgendwie so eine Nord-Süd-Grenze. Naja. Sachen gibt's. So, ich habe wieder Platz für Fußboden.
schon. Und hier auch nochmal. Und noch eine Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann habe ich noch genau ein Holz über. Das ist natürlich super. Das setze ich jetzt einfach mal hier hin als Treppenersatz. Ui, da war ein Blitz. Ui, hier ist alles voller Gegner. Und da ist noch eine Spinne. Und da ist noch ein Creeper da am See. An einem anderen See. Und da hinten ist nochmal ein. Oh Gott, ich komme mal raus. Das sieht aus, als müsste man da helfen. Ist weg. Komm, Spinni. Spinni. Was hat die eigentlich für komische Zähne? Komm, stirb doch einfach, Spinne. Geh doch einfach sterben. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Na kommt. Zischbumm. Kein Zisch und kein Bumm. Da war Zisch. Mann, komm schon. Blödes Skelett. Hör! Direkt in den Kopf. In den Schädel gekloppt. Warst du das eigentlich, der hier diese Strömungen erstellt hat? Ich hab irgendwo Strömungen erstellt? Nee. Weil das hier alles so abgeht auf einmal. Hier war doch vorher glatter. Nee, da nicht. Ich hab hier gerade, hab ich was da rausgezogen. Ja, weil hier hinten ist auch so. Ich hab's gerade mal begradigt. Also, ne? Hab's wieder weggemacht. Hier hinten ist auch noch. Das war doch vorher nicht. Keine Ahnung, wo das herkommt. Komisch, komisch, komisch. Naja, steckst du nicht drin. Ach, guck mal. Ich mach mal da hinten das Skelett und dann komm ich mal gucken, was du hier so gebaut hast bisher. Ich muss ja immer mal ein bisschen durch die Gegend laufen, damit die Leute auch sehen, was du so baust. Ich kann dir nicht immer nur meine komische Erde-Klopp-Klatsche zeigen. Das ist ja auch ätzend. Ich muss ja auch mal gucken, was unser Star-Architekt hier so von sich, ne? Von sich preisgibt. So, da hinten ist noch ein Skelett. Ich räume mal ein bisschen auf um dich herum. Schön. Du steckst im Boden fest. Achso, nee, du hast ein Loch gebuddelt. Ich hoffe, du bist dir gewahr darüber, dass, weil du nicht schlafen wolltest, mein erster Hund sein Leben lassen Ach, musste. der Hund. Du hast da noch drei. Ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen. Mein Gewissen ist Und sowas damit von möchte schlecht. ich nie mehr darüber reden. Ich hoffe, das war nicht dein Lieblingshund. Nee, wir hatten uns noch nicht so gut kennengelernt. Nee, Gott sei Dank, dann geht's ja. Hab schon gedacht. So, was hast du denn hier gezaubert bisher? So, da sind also ganz viele Balken. Ja. Ich verstehe nicht. Oh. Wird sich noch ergeben, das Gesamtbild. Warum ich mich jetzt hier so runterbuddel, das sieht wahrscheinlich ein bisschen komisch Das aus. sieht sehr komisch aus, ja. Aber ich muss mir hier so ein Gebilde aus dreimal Erde basteln, damit ich von unten in diesem Loch unten an die Erde dran klatschen kann, damit der Baumstamm vernünftig läuft. Weil ich kann ihn jetzt nicht hier unten reinsetzen, weil da habe ich Wasser. Ah, du Also hast muss das ich Wasser da von oben drunter. nach Ja, ich unten sehe es. bauen. Dass die So, und so ist Sachen. das. Genau, das Wasser ist jetzt sozusagen versteckt und ist halt immer schön bewässert hier alles. Ja, versteckt ist gut. Also ich kann es immer noch Ja, sehen. okay, man sieht einen Spalt, aber man hat halt nicht Reicht so ein. es? Geht das nicht, wenn du noch einen Slab tiefer gehst mit dem Wasser? Leider nicht, dann reicht das Wasser die Felder nicht, soweit ich weiß. Aber Also du kannst das Wasser nicht halbieren. nein, leider nicht. Das ist ja doof. Wer denkt sich Ja, denn sowas aus? schade. Hat deine Hose Aber hinten ein Loch? Nee, das hat okay, innen keine Rüstung. Okay. Oh mein Gott, ich muss weg. Ja, das sieht doch schon alles schwer vernünftig aus hier. Das sieht aus, als wäre das mal, als würde das mal was werden, wenn es fertig ist. dauert noch einen Moment. Ja. Ist doch klar, dass Ich das werde auch dauert. wahrscheinlich vorne und hinten nicht genug Material haben. Ich sehe es schon kommen. Also, ich sag mal, wenn es ein Treibhaus werden soll, brauchst du auf jeden Fall Glas. Glas. Und das Jede kommt auch Menge noch. Glas. Das hier ist jetzt nur das Grundgerüst, was später das Glas hält. Also hier liegen Fäden, aber ich kann sie nicht einsammeln. Ich sie jetzt eingesammelt? Jetzt habe ich sie eingesammelt. Ist ja auch merkwürdig. Komisch. Die waren gerade irgendwie verbuggt. Naja. Passiert manchmal. Manchmal ist auch zwischendurch irgendwas in diesem Spiel verbuggt. So, ich schlag mir nochmal noch ein paar Hölzer. Das hatte ich eigentlich gerade vor, genau. Zack, zack. Und schon haben wir wieder jede Menge. Ich könnte mal wieder ein paar Bäume pflanzen, glaube ich. So langsam lichtet sich der Wald. Also mein eigener Wald, nicht der eigentliche Wald.
wir haben ja noch unseren, ne? Wir haben ja den Wald zum Abholzen und wir haben ja noch den Wald des Waldes wegen. Der schon vorher Und hier so war. weiter. Der Wald, der vor uns da war. Und hier sind noch zwei Bäume, die nehmen wir auch nochmal mit. Dann müssten wir eigentlich genug haben für unsere Etage. Glaube ich. Ich habe jetzt nicht gezählt. Wahrscheinlich ist dann genau wieder einer zu wenig. Könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja meistens so. Dass dann genau in dem Moment einer fehlt. Okay, hier sind auch nochmal Bäume, aber die hängen alle irgendwie aneinander. Und ich habe da oben noch einen Baum drauf, den ich noch irgendwie... Ja, das ist ja auch ärgerlich. Warte mal, ich habe da noch eine Idee, was man noch so machen könnte. Das ist, glaube ich, weil das von hier hinten, das sieht noch ein bisschen doof aus. Da habe ich mir mal gerade was eingefallen. Passt mal auf. Ich werde die ganze Nummer hier nämlich jetzt richtig zukloppen. Bis dann hier nämlich nichts mehr da ist. Dann ist da nämlich so eine riesen Baumwand dahinter, wo man gar nichts mehr durchsehen kann. So richtig gar nichts mehr. Das ist dann ein riesiger Baum. Das wird, glaube ich, ganz cool. Baumwand. Ja, eine Baumwand, genau, sozusagen. Eine Wand Ja, du aus. machst ja auch Baummauern, also von daher Ja, ich mache kann ich mir alles aus das schon gut Bäumen. vorstellen. Ich mache alles aus Bäumen. Jetzt so ein kleiner Öko. Ja, wie sich das gehört. Ein Umweltaktivist. Ja. So mit, ne? Weiß gar nicht, was hatten die mal für Sachen an? Keine Ahnung. Fällt jetzt Irgendwas gar nichts aus ein. Jute. Aus Jute oder aus Hanf, noch besser. Ja. Ein Hanfhemd. Aus Das alten ist. recycelten Jutebeuteln. Ja, das ist doch genau mein Style. Das ist der Eskad-Style. Schade, dass du dir nicht so eine Rüstung aus Aus Jute? Baumrinde machen kannst. Eine Rüstung aus Rinde. Das wäre cool. Doch, man kann nicht so eine Holzrüstung machen, oder? Geht eine Holzrüstung? Nee, ne? Nee, eine Leder, Lederrüstung geht noch. Lederrüstung geht, ne? Ja. Nee, das ist ja nicht öko. Das ist ja dann, ne? So, bauen wir hier mal zu. Und hier auch. Ja, das wird gut. Ich sag dir, das wird gut. Schon mal schön, wenn du zufrieden bist. Ja. Bin ich das auch. Das ist auch die Hauptsache. Also, dass ich zufrieden bin, ist klar. So, natürlich. Ich meine, was Was auch auch sonst. sonst? Was soll ich auch sonst meinen? Ist doch logisch. So, hier machen wir auch nochmal dicht. Da hinten. Und die Fackel weg. Würde gerne einmal abstimmen. Du würdest abstimmen. Ich stimme für Schlafen gehen bei Nacht. Zur Sicherung meiner Hundis. Und meines Lebens. Und mit wem willst du darüber abstimmen? Mit dir. Mit mir. Also meine Stimme wäre für Schlafen gehen nachts. Meine Stimme zählt doppelt, ich bin Server-Admin. Nein, wir können schlafen gehen, klar. Ach, ich kann jetzt auch innen hochgehen. Den weiten Weg, weil ich eine Treppe zu wenig habe. Erst mit den Treppen muss ich mir nur überlegen, wie ich das mache. So, also ich bin im Bett. Ich warte quasi. Schon lange. Oh, Ach, er du ist bist schon bereit. lange. Ah, ist das alles. Ach, ist schon wieder hell. Mein Gott, kommt mir vor, als hätte ich gar nicht geschlafen. Oh. Ja. Kommt mir vor, als wäre ich gar nicht im Bett gewesen. Schlimm. Ist wie im echten Leben. Ne, ich glaube, das mit dem. Ja, genau, hier ist dann das. Ja. Ich sollte aber den Eingang ein bisschen weiter verlegen dann. Okay, das muss ich anders machen. Weil du wieder dein Haus irgendwo hinbaust, wo es hinbauen sollst. Mann, 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 Mann. Ich? Ja, du. Genau du. Spul mal ein paar Minuten zurück, das wurde hier einheitlich abgestimmt. Ja, aber nicht, wo der Eingang ist. Ja, da. Ja, aber da muss ich ja jetzt entsprechend, ne, zu meinem Haus gehen. Von hier Da. aus. Jetzt bauen Geht wir das doch. mal so. Es geht natürlich genau durchs Feld durch. Ne, ist klar. Steht's ja von Ah ja, alleine. ich sehe. Sieht auch komisch aus, wenn hier unten nur die Hälfte zu ist.